Nee? Aufnahme hat schon angefangen. Okay. Hast du Ton? Ja. Wird schon passen. So, dann jetzt auch hier. Willkommen zu Monkey Island 4. Flucht von Monkey Island. Ich hoffe, dass das alles jetzt so klappt. Dass nicht wieder die Zwischensequenzen abstürzen. Ja, ich weiß nicht, der wievielte Versuch das jetzt schon ist. Kann sein, dass man Küken im Hintergrund hört. Wäre ja nichts Neues. Ja. Ach ja, man spielt das ja nicht mit Maus, sondern mit der Tastatur. Ja. Das wird furchtbar. Schauen wir mal. Ich werde auch jetzt nichts drücken, um das zu überspringen. Okay. Irgendwo vor der Küste von Millie Island. Manchmal, wenn alles ganz still ist, höre ich immer noch die Affen. Ich habe das Gefühl, dass eine Ewigkeit vergangen ist, seit ich am Strand von Millie Island angespült wurde. Ich hatte damals nur einen dämlichen Namen und den Wunsch, ein gefürchteter Pirat zu werden. Ich möchte ein Pirat sein. Wer hätte gedacht, dass ich auf meiner bescheidenen Suche nach Ruhm dem schrecklichen LeChuck, dem übelsten Halunken der sieben Meere, in die Suppe spucken würde? Ja! Ja! Und wer hätte geahnt, dass ich im Kampf gegen LeChuck meine große Liebe treffen würde? Elaine Marley, Gouverneurin von Millie Island. Oder dass ich mich immer wieder nach Monkey Island wagen würde, nur um Elaine zu imponieren. Der zweitgrößte Affenkopf, den ich je sah. Oder dass ich der Plage LeChuck ein Ende setzen und ihn unter einem Eisberg begraben würde. Ich bestimmt nicht, so viel ist sicher. Damals war nur mein Verstand noch stumpfer als mein Schwert. Und heute sieh mich an. Ich bin mit der bezauberndsten Gouverneurin der Karibik verheiratet und die Menschen des Archipels zittern vor mir. Im Moment kehren meine Plündermaus und ich nach Millie Island zurück. Wir hatten die wohl atemberaubendsten Flitterwochen in der Geschichte der... Guybrush! Ja, Schatz. Tja, ja, ja. Guybrush, hör auf zu träumen und mach dich nützlich. Well. So, jetzt können wir hier starten. Und diesmal komplett mit der Tastatur. Oh Gott, das wird so... Genau. Eine Sache muss ich kurz nachgucken. Vielleicht mal in die Steuerung. Steht hier irgendwo Steuerung? Nein. Und fortsetzen. Optionen. Tasten konfigurieren. Enter. Bild auf, Bild ab. Ups, nein. Das. Entschuldigung. Laufen. Shift. Okay. Schauen. 5, L und E? Hä? Numpad 5, was? Verwenden, sprechen ist U. Ach so. L, ja. Look, use, pick. Ja. Look, look, use und pick. Deswegen L, U und P. Inventar ist I? Ja. Okay. Raumstellverlangen ist U. Out, nehme ich an. Ja.
Dialogzeile überspringen. Punkt entfernen. Pause. Okay. Okay. Was haben die geraucht, als die die Standardsteuerung eingestellt haben? Das Spiel ist von... von 2000 stand da ja eben. Ich kenne Spiele von 2000, die haben eine vernünftige Steuerung. Das ist keine Entschuldigung. Ja, okay. Wir können erstmal alles betrachten. Steuerungskennzeichen. Es ist voller glühender Kohlen. Dort drüben kämpft ein gegnerischer Pirat. Ich finde die Stimme einfach furchtbar. Also die Aufzeichnung ist einfach... Die Qualität ist irgendwie so ein... Naja. Ja. Aber er guckt wenigstens hin. Ja. Das ist die vergitterte Tür zum Lagerraum des Schiffs. Okay. Achso, das bringt nichts. Feind, betrachte Kanone. Geladene Kanone, aha. Ja. Die Kanone ist feuerbereit, wenn ich das Ding doch nur abfeuern könnte. Ja. Schauen wir mal rum. Feindliches Schiff. Feindliches Schiff. Ihr Schiff ist größer als unseres, diese Rüpel. Ja. Kanone. Noch eine Kanone. Da ist dann noch eine Kanone. Ich glaube nicht, dass jemand die Kanone wieder aufgeladen hat. Ja. Warte, was war da noch? Achso, feindliches Schiff. Eine Kanone. So. Und dann war das auf P? Die sind zu unhandlich, um sie mit meinen Füßen zu bewegen. Was war I? Leer. Nichts. Gar nichts. mit L? Ach nee, Luke, machst du. Ist ja verstanden. Es ist voller glühender Kohlen. Was war U? Ah! Umgekipptes Kohlebecken. Ich habe es schon umgekippt. Ja. Benutzen? Vielleicht sollte ich welche aufnehmen, wenn ich etwas damit anfangen will. Eberst! Benutzen? Wie benutze ich denn? P. Okay. Ja, U habe ich schon. Vielleicht sollte ich welche aufnehmen, wenn ich etwas damit anfangen will. Achso, dann mach P. P. Ja. Macht P. Drittgrüne Kohle gegen die geladene Kanone. Die hier? Nee, gegen geladene. Da. Als ob! Meintest du nicht, das wird nicht so schlimm? Ich habe gehofft. Könntest du mich vorher losbinden? Nein, sie steht drauf. Ja. Was tun auf Meeting Island, wenn du tot bist? Was? Wieso, wenn man tot ist? Keine Ahnung. Oh ja, das Schiff fährt seitwärts. Sehr... qualitativ. Land in Sicht! Wie ich diesen stinkenden Piraten über die Reling befördert habe, das nenne ich Piratenleben. Ich hoffe, die loyalen Bürger von Mili schlagen sich nicht die Köpfe ein. Ich meine, weißt du, dieses Gedränge an den Docks nur meinetwegen. Unsere Rückkehr könnte gefährlich werden. Sorge dafür, dass die da oben bleibt. Und dann die Sache mit dem rostigen Malspeaker. Ich habe dem Kerl 1 bis 2 Lektionen in Sachen Deckstühle erteilt. Wow. Ich hab's. Oh nein. Gouverneur einer mich anbetenden, aber naiven Gesellschaft zu sein, ist manchmal ziemlich anstrengend. Ich wäre schon froh, wenn ich im Monat einige Sekunden für mich hätte. Ich finde, wir sind ein perfektes Team. Wie wir miteinander sprechen, zusammenarbeiten, wie wir jede Bewegung des anderen voraussehen. Es gibt nichts, was wir beide nicht schaffen könnten. Gut, gehen wir. Bringen wir mal das Spektakel da draußen hinter uns.
Wieso ist hier niemand? Vielleicht sind heute alle früh ins Bett. Wo ist das Empfangskomitee? Die Fahnen? Wo sind die jubelnden Massen? Liebling, was hat das zu bedeuten? Dass wir noch 3 Monate flittern können. Nein, mein Einfallspinsel. Irgendwas ist hier, während wir weg waren, mächtig schiefgelaufen. Anders ist das nicht zu erklären. Was ist das? Hey, da ist Timmy der Affe. Wie geht's, alter Junge? Entweder sein Mülleimer ist voll oder er möchte uns etwas sagen. Was ist los, Kleiner? Timmy, stimmt irgendwas nicht? Rygrox in der Skamba? Ist der Skorbut ausgebrochen? Du hast beim Bingo 80 Mäuse gewonnen und sie beim Bananenwettessen wieder verloren? Es gibt Ärger in der Gouverneursvilla? Nichts wie hin! War da zwischendurch der Text auf Englisch? Ja. Mal sehen. 45, 6,7 minus 6. Feuer! Darf ich fragen, was das werden soll? Wonach sieht's denn aus, Spatzenhirn? Ich reiße die Gouverneursvilla ab. Das geht nicht ohne ausdrückliche Genehmigung des Gouverneurs. Ah, genau. Die Gouverneurin ist tot, Ma'am. Tot? Man sagt, die Ehe hat sie umgebracht. Aber ich bin die Gouverneurin. Sehe ich vielleicht tot aus? Nein, Ma'am. Dann pack deine Sachen und verschwinde von hier. Sofort! Ja, tut mir leid, Ma'am, aber ich habe einen Auftrag. Ich bin autorisiert, ihr Haus mit diesem Katapult abzureißen. Irgendwas stinkt hier gewaltig. Stimmt, aber der Gestank verschwindet normalerweise mit der Flut. Ich habe einen Außer bei Plan. Sonnenfinsternis. Guybrush? Ja, Liebes? Ich lasse mir im Rathaus bestätigen, dass ich wieder am Leben bin. Als was? Als blutrünstiger Zombie? In der Zwischenzeit musst du 2 Dinge für mich erledigen. Ich soll dir den Rücken kraulen und die Zähne massieren. Später vielleicht. Zuerst möchte ich, dass du diesem Irrsinn hier ein Ende setzt. Irrsinn beenden. Verstanden. Danach segelst du nach Luke Ryland. Sprich dort mit den Anwälten meines Großvaters. Vielleicht wissen sie, was man gegen die Herren im Rathaus unternehmen kann. Oh, aber ich hasse Anwälte. Nicht so sehr, wie sie dich hassen, Liebling. Okay. Gut. Ich muss mich jetzt wiederbeleben lassen. Mach's gut, Schatz. Und vergiss nicht... Halte das Katapult auf und segle nach Luke Ryland. Klingt, als wären die Flitterwochen vorbei. Vor ihrem Tod war sie wesentlich handzahmer. Okay. Oh Gott, die Steuerung. Ist die furchtbar. Hey! Verschwinde, bevor ich dir die Rübe wegschieße, kapiert? Gut. Und jetzt komm hierher, Gurkenhals. Okay. Verzeihung? Was? Bitte hören Sie auf, mein Haus zu beschießen. Das ist wirklich zermürbend. Tut mir leid, Sunny Boy, aber Befehl ist Befehl. Was murmeln Sie da für Zahlen? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Das sind irgendwelche Zielkoordinaten oder so. Aber der Teufel soll mich holen, wenn ich jemals hinter das System komme. Ich weiß nur, wie ich diesen Cactus treffe. Auf diese Weise eiche ich das Katapult auf das Ziel ein. Welchen Cactus? Der Kaktus auf der rechten Seite. Der. Ah, das vielleicht. Würden Sie mir zeigen, wie Sie den Kaktus treffen? Nein, das mache ich nur, um das Katapult neu auszurichten. Ich möchte keine Steine verschwenden. Die Dinger sind teuer. Sie scheinen ein beschäftigter Mann zu sein. Viel Wir brauchen Spaß wahrscheinlich Ihren Untaten. Danke. Stein. Mal sehen. 49, 6,7 minus 35. Können wir in das. Was sagen? Können wir ins Haus Feuer! Einfach gehen? Ich habe keine Ahnung. Ah, danke. Wo geht ihr hin?
Guybrush! Ich weiß es nicht! Ich hasse es! Wir werden eine Menge fluchen in diesem Spiel, glaube ich. Jetzt lass ihn doch mal rennen. Betrachte Kaktus. Warte, Kaktus. Was macht eigentlich dieser Kaktus auf einer tropischen Pirateninsel? 15, 4,2, 12. Können wir in das Haus gehen? Ja. Keine Chance. Ich möchte nicht im Haus sein, wenn diesem Spinner ein Volltreffer gelingt. Feuer! Seltsam. Was für ein seltsamer Kaktus. So, kann ich mit dem Kaktus was machen? Warte, es waren U und P. Was für ein seltsamer Kaktus. Was? Was hast du jetzt gemacht? Ich habe außersehen auf O gedrückt. Ach so, Schnellweg hinaus, genau. Nein, Leer. Nichts. Gar nichts. Du hast nichts im Inventar. Ach so, ich habe auf I gedrückt. Nein, ich will. Ich will da wieder raus. Enter. Oder musst du da wieder hinlaufen, oder? Kann ich... Betrachte Busch in Form eines fetten Vogels. Ich wollte immer noch gucken, ob ich beim Kaktus was machen kann. Gut, dass der Typ nicht zielen kann. So, P. So praktisch ein Kaktus auch sein mag, ich bin doch nicht verrückt und stecke ihn in meine Hosentasche. Nicht? Benutzen? Habe ich doch versucht. Ach, das war das, okay. Ich glaube irgendwie, wir müssen erstmal woanders hin. Kuh. Was ist mit Kuh? Betrachte kuhförmigen Busch. Ach so. Hey, wenn das keine Marktlücke ist, Vegetarier-Steaks. 15, 3,7, 12. Gab's die 2000 noch nicht? Feuer! Was gab's um 2000 wahrscheinlich noch nicht? Vegetarisches? Nein. Also, exotisch wie sonst. Was war das? Und heutzutage in jedem Laden. Ja, vegetarische Fleischalternative. Fetter Vogel. Komm, wir gucken den fetten Vogel an. Das ist ein fetter Vogel. Das ist ein fetter Vogel. Ich dachte, das soll eine Schildkröte sein. Dachte ich auch. Warte, jetzt gehen wir einfach mal. Okay, was ist das da oben? Ah, okay, das ist wahrscheinlich... Der Typ da. Achso. Huch. Nein! Nein! Oh. Ich will nicht mehr. Nein, was? Ich hasse alles. Nein, die Steuerung ist so voll. Wollen wir erstmal in die Bar gehen? Ja, hatte ich eigentlich vor. Bei der Steuerung muss man erstmal was trinken. Ja, bitte. Oh, danke. Ah, die Flasche. Können wir die mitnehmen? P. Halb voll. Oder vielleicht halb leer. Der Besitzer würde sich bestimmt nicht freuen, wenn ich das mitnehme. Der Besitzer würde sich bestimmt nicht freuen, wenn ich das mitnehme. Ist mir so scheißegal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht der einzig wahre König bin. Achso, das steckt in dem Holzbalken, das Schwert. Haben wir auch umgebaut, oder? Ja. Ah. Ich will... Hi ho, alter Schwede. Was gibt's Neues? Hättest du Lust, mich als Mitglied meiner Crew auf eine gefährliche Abenteuerreise zu begleiten? Wir segeln nach Luke Ryland. Dort treffe ich mich mit den Anwälten meiner Frau. Leerwolfen! Schnibbel! Du
Du hast recht, das klingt ziemlich dämlich, wenn ich es laut sage. Können wir hinterher Brezeln haben? Vielleicht können wir ja eine Brezel nehmen. Wo steht das? Viertes. Sag mal, könnte ich deine Brezeln haben? No, slow down. Ich nehme das mal als ein Ja. Du siehst sehr beschäftigt aus. Ich gehe dann mal. Sag deiner Leber einen schönen Gruß, alter Saufbeutel. Betrachte. Kuh, du Brezeln. Nimm. War das so eine? Hi, Vater, Bruder. Vermutlich mag er es nicht, wenn jemand seine Geburtstagsbrezeln mitgehen lässt. Nimm wahrscheinlich halt den Ballon. Mir wurscht. Da steht Happy Birthday. Das ist vermutlich das Einzige, was der arme Kerl außer seinem Namen noch besitzt. Okay. Nein, er hat Brezeln. Ich will diese Brezeln haben. Oh, ich will jetzt Brezeln. Die kleinen trockenen, oder? Die kleinen trockenen. Die mag ich irgendwie nicht. Ich hab keine Lust. Hi ho, alter Seeräuber. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Wie heißen Sie? Käse. Ignatius Käse. Wir haben beide gerade so keine Lust, das Spiel zu spielen, ne? Nee. Ich habe eine Idee. Hä? Du kommst in die Lösungen und wir spielen so durch. Dann brauchen wir es nicht zu Let's Playen. Oh, wer hat sich diese Steuerung überlegt? Soll ich die Steuerung übernehmen? Kann man... Warte, können wir das irgendwie... Ich meine, du kannst garantiert das... Tasten konfigurieren. Bewegen ist dann nicht dabei, ne? Laufen. Nein. Nee, schade. Das hätte ich gesagt, stell's auf WASD um und dann mach eine vernünftige Tastenkonfiguration davon. Weil ich kann nicht mal die Maus benutzen. Soll ich? Wollen wir mal tauschen, dann kann ich spielen. Was ist analoger Joystick-Modus? Hä? Bewegungsmodus, warte. Figurabhängig? Warte, können wir... Ah, kameraabhängig. Das wird's wahrscheinlich schon mal... Vielleicht ja besser. Ja. Ey, vielleicht wäre es einfacher, das mit dem Gamepad zu spielen. Boah, ja, vermutlich. Willst du ein Gamepad haben? Ja. Ja, das ist neutral. Oder sonst machen wir hier einfach gerade die... Wir machen kurz eine Pause. Ich glaube, für erste Folge ist sowieso hoffentlich schon... Also, ich würde jetzt eine Sache sagen. Weil ich hier so scheiße raustappen kann und alles, würde ich eine lange Aufnahme machen und das Ganze zurechtschneiden. Alles klar. Also, machen wir jetzt kurze Pause. Vielleicht ist das ja auch schon das Folgenende, keine Ahnung. Ja, wir werden das Spiel übrigens wahrscheinlich neu starten müssen, um das Gamepad einzustellen. Okay. Die meisten Programme erkennen das nicht, wenn du zwischendurch einfach eins einsteckst. Okay, ich beende dann hier erstmal die Aufnahme. Alles klar. Bis dann. Ciao.